Hallo Leute. Willkommen zum nächsten Part von Final Fantasy 7. Zumindest das Remake. Und wir sind 2000 Schritte gelaufen. Hatte die Zahl nicht im Kopf, aber... Ja, was wollten wir machen? Hier irgendwo aus dem Untergrund kommen komische Schreie. Und wir sollten... Und wir sollen... diese Schreie beseitigen. So. Die hatten wir doch schon, ne? Fine State, das war das nicht. Das waren doch die, die übelst nervig waren. Ihre Magie. Ja. Autsch. Wochen das mehr aufs Mehrfache gesteigert. Kampfmaschine, da, einige wenige überlebten jedoch. Lässt er sich auch einschüchtern. Das ist ein starkes Gesicht. Schön laut. Watch. Ein Barkrit ist weg. Zwei Barkrits sind weg. Der ist schwach gegen einen. Ich hab die Materie gewechselt, da war ja was. So, So, Barrett. Tiefer. Ey! Könntet ihr mir helfen? Danke. Hier war es sich die Vita, die Heilmaterie von Aerith. Verwende. Tiefer, bevor sie uns wegstirbt. Cloud. Störung. Verschwende. Und dann. Cool, sie. Keine Chance. Ach, daneben. Sollte auf jeden Fall geschockt sein. Autsch. Fertigkeiten vorbei. Hops, hops, hops. Keine große Sache. Ah, der Wachhund war schon eine größere Sache, Cloud. Just saying. Aber ja, ich habe ja hier Materie ein bisschen umgerüstet. Das war ja was. Da wollte ich das alles hier mal ein
bisschen aufwerten, wenn wir schon dabei sind. Wirksam Wind, immun, ist das Stopp? Ja. Und es mutiert ist, deswegen wird die Attacken brechen. Auslöscher. Dann eben nach, wird es Schranken für wirksam Blitz. Das heißt, tiefer. Und der Liga Auslöscher schon anfällig ist, dann muss man das doch aus. So, Fertigkeiten, Wolfsieb. Fertigkeiten, Schockschuss. Tiefer. Wurde auch nicht. Also noch so schön, wenn ich hier bekomme. Keine Kampf! Und ich kriege eine Störung. So. Autsch, jetzt bin ich weg. Junge! Aber Gebet hat die nächste Stufe erreicht. Aber kümmern wir uns mal um die Augen. Ich glaube, ich muss auf die Barriere warten. Na gut. Ich kann aber derweil das hier machen. Nein, mal weg. Ach. Hab ein Auge schockanfällig gemacht, okay. Autsch. Deswegen konnte ich ihn nicht anvisieren. Erklärt einiges, okay. Brauche ich noch eine Stufe. 14, ich brauche noch eine. Ah. Schade. Das ist wirklich schade. Und ein bisschen Marmelade. Hm. Abgerichteter Kampf und Blutsauger verwandelt. Oder der verliert weicht er allen Magieattacken aus. Die einzige Ausnahme bildet Magie mit Treffergarantie. So keine Magie gegen die Blutsauger. Ich habe gesagt keine Magie. Bin nicht auf der Flucht. Okay. Schauen wir mal, ob die irgendwas Interessantes haben.
Nur ein Supertrank. Sven, schon aber hier schon Kisten liegen, das könnt ihr ruhig auch mehr Kisten liegen lassen. Meiner Meinung nach. Ich meine, wenn wir schon dabei sind. Tatsächlich mal die Kisten mit Inhalt füllen. Na gut, ich war hier schon, ich habe die Kisten schon ausgeplündert, aber dennoch muss es einen Idioten geben, der die hier wieder aufsetzt. Mehr als eine Mogri-Medaille erwarte ich schon. Schön, dass wir benachrichtigt werden, wenn wir uns dem Gebrüll nähern, kommen. Nähern, nennen. Das macht keinen Sinn, das sozusagen. Aber gut. Latschen wir runter. Hier um die Ecke und wieder hoch. Ich hätte auch die Leiter nach unten nehmen können. Zum Labor kommen. Klingt jetzt näher als zuvor. In dem einen Raum, wo wir diese Mutanten bekämpft haben, vielleicht? Ich dachte, das wird das. Ah, mit der R1 kann ich auch so springen. Okay. Nicht nur bei Leiter. Jetzt wird aufgeteilt! Analyse. Er ist größer als und hat Klingenfeuer und was macht er? Entwickelt und dringt auf offene Wohngebiete ein. Nee! Tiefer! Rette mich! Gesicht. Ah, er ist noch alleine. Kann ich noch weiter angreifen, Freunde? Eine Dusche wäre jetzt nett. Wechseln. Ich würde gerne die Kisten da oben kaputt machen. Aber scheinbar kann ich das nicht. Dann gehe ich hier mal weiter. Scheinbar gab es hier eine Kiste, die ich vergessen habe. Aber wir kommen da nicht runter. Ah. Scheinbar reicht es, wenn wir hier durch die Tür gehen. Hab gar nicht gesehen, dass da Marker ist. So, großes Ge... Ist das ein Behemoth? Behemoth, Tatsache. Man will der andere, wenn sie sein Gebrüll hören.
verkacken. Wirksam, stark, Resistenz, Stopp und proportionaler Schaden, Immun, Schlaf. Wenn du ihn... Wer sitzt zu der Konter hat, mit seinen Hörnern, um ihn mit Magie rauszumachen. Kommt nicht wieder vor und stellt erstmal. Okay. Kommst du los? Das ist schlecht. Zu der Cloud. Hier würde ich tatsächlich ein bisschen die Fähigkeit vermissen von Monster Hunter World, wobei abbrechbaren Teilen des Gegners ein bisschen mehr Schaden machen kannst. Ich glaube, da gab es so eine Fähigkeit. Ich bin mir ziemlich sicher. Autsch! So, Magie hast. Tiefer. Ernsthaft daneben. Autsch. Cloud. Schwertsturm, Unterkörper. Unterkörper zerstört, wunderbar. So, tiefer kurz noch. Den hier. So, Fertigkeiten in Fesselung. Fertigkeiten in Fesselung. Schlag schon auf den Hörner. Cloud, Fertigkeiten. Der ist inzwischen wieder da. Auf die Hörner-Situation. Ich könnte... Wagentritt.
maximale Hut. Oberkörper. Hot. Cloud hat sein Handy über die. Ich hab die Schritte gelaufen. So, Fertigkeit, Festung. Ach, fuck. So, kurz am Heilen. Das darf einfach nicht sein! Ah, fuck, der ist in Rage. Barrett, sorry, muss ich hier kurz ausnutzen, was er dich da festhält. Sollte Oberkörper. Jetzt zeige ich dir, was so, jetzt erzeugt mal. Vielleicht halte ich mal kurz selber. Cloud. Wobei. Ich spare ich mal kurz auf. Na, wobei. Cloud. Bis der down ist, halt ich mir selber. Fertigkeiten auf Hochbahn, Unterkörper. So, jetzt hat tiefer. Limit, Salto, Hörner. So, hat er noch Hörner. Beziehungsweise ich mach's mal kurz so. Limit, Kreuzschlag, Hörner. Hörner zerstört, wunderbar. Aus der Aufladung. Und schaffen wir es noch? Ja, schon geheilt. Okay, Barrett. Maximale Wut, Oberkörper. Tiefer. Also kannst du einmal. Ja, okay, der ist eh schon fast tot. Dann. Zusatzangriff. Na? Warte, setz der Meteor ein. Das ist blöd. Vitra, tiefer. Fast Meteor. Das war fast Meteor, er hat einfach nur die Erde zum Einsturz gebracht. Jetzt ist die Frage, gibt es hier noch was? Und ich merke gerade, ich bin ein bisschen über die Partlänge drüber. Das heißt, das wäre hier tatsächlich ein guter Moment, Schluss zu machen. Wie es aussieht, gibt es hier auch nichts weiter. Dann, was ist jetzt, hat er schon mal mit dem Part gegen den Behemoth? Keine Ahnung, wie der richtig ausgesprochen wird auf Deutsch. Auf jeden Fall ein gemeines Viech. Aber ja, danke, dass ihr beim Kampf mit dabei wart. Und ich wünsche euch wie immer einen schönen Tag und auf Wiedersehen. Bye, bye.